Was? Jetzt sind hier zwei Türen. Oh mein Gott, hier sind Elektrofallen, Bruder. Ey, ich hab's. Ja, ja, Alter, bis jetzt hat Odemann jedes Geschenk gefunden. Bruder! Warte. Hey, Leute, Crynex hier und erstmal herzlich willkommen im Jahr 2019, Leute. Heute gibt's mal wieder einen weiteren Fortnite-Modus auf meinem Kanal und heute mit dabei Odemann Peach. Ich komme hier nicht raus. Ey, Max, Bruder, ich helf dir. Warte, da ist er ja wieder. Auf jeden Fall, meine Freunde, wird es heute mal den Find the Pressen oder beziehungsweise Find the Button Modus geben. Kennt vielleicht auch schon der ein oder andere von euch aus Minecraft. Odemann, bist du bereit für das Abenteuer? Ich bin bereit für das Abenteuer. Oder das Abenteuer beginnt jetzt. Wir müssen alle Puzzleteile finden, um von Level zu Level weiterzukommen. Wir wissen nicht, welche Gefahren da auf uns warten. Hier in diesem Dungeon quasi, in dieser Adventure Map drin. Und Bruder, ich würde einfach mal sagen, wir teilen uns einfach mal auf und wir fangen einfach mal an, das Paket zu suchen. Und pass auf jeden Fall auch auf, wir wissen nicht, was hier auf uns wartet, ob hier irgendwo Fallen oder so drin sind. Bruder, ich habe richtig Angst gerade, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was hier auf uns lauern wird. Ich glaube, es wird aber auch immer schwerer. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt relativ leicht anfängt. Weil schon mal als kleiner Spoiler, ich habe nämlich schon mal, bin diese Adventure Map schon mal überflogen, ne? Als kleiner Tipp und ich habe später irgendwas mit diesen Elektrofallen gesehen, also musst du ein bisschen aufpassen. Ihr könnt ja auch jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wo wird das Paket hier versteckt sein? Ihr werdet gleich auf jeden Fall richtig Augen machen, ja und ich meine Augen machen, nicht Auge machen. wenn ihr sehen werdet, wie das nächste Level, oder generell wie das aussieht, das sieht einfach richtig so, das ist zu krass, was gleich als nächstes kommt. Ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich ein Geschenk wäre, weißt du, wo würde ich mich verstecken? Ergibt gar keinen Sinn. Bruder, ich hab's gefunden. Was, wo ist es? Ich hab's gefunden, Digga. Bruder, wo? Komm mit, ich zeig dir. Digga. Alter, ich war schon richtig am Verzweifeln. Oh mein Gott, Digga, wenn das Level 1 ist, Digga, was kommt bei Level 2? Guck den hier, so. Da bin ich aufs Dach gegangen. Also erstmal hier hochjumpen. Ja, genau, okay. Und dann, warte. Ja, hier über die Dächer. Digga, weißt du, wir waren richtig dumm. Über die Dächer, Digga. Warte, ja. Ich lass dich jetzt mal alleine suchen erst, okay? Okay, also von hier aus kann man sehen, oder was? Na, du siehst aber einen Eingang, Digga. Willst du mich verarschen? Hier diesen Balkon, oder was? Nein! Hä? Bruder, du guckst genau hin! Ach, oh mein Gott! Jetzt geht er hin! Ich dachte gerade, es wäre einfach nur so ein, keine Ahnung, Anzeigefehler oder so. Hab ich auch als erstes gedacht. Und dann, rein. Oh mein Gott! Und da ist er, Digga. Wir haben's geschafft! Ja, Bruder, wir haben Level 1 geschafft. Ja, Bruder. Sollen wir jetzt schon aufhören, weil wir die anderen nicht schaffen? Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer hätte damit gerechnet? Okay, wir haben das erste Paket eingesammelt, Bruder, komm, es geht weiter, Level 2. Let's go. Das Ding ist, ich glaube, es ist wieder nicht, safe ist es nicht im Labyrinth, weil die Leute denken sich wahrscheinlich jetzt ja. Oh, da ist ein Labyrinth, da ist es bestimmt. Genau, ich glaube nicht, Bruder. Glaube ich auch, aber, Bruder, wie gesagt, pass auch auf, weil das erste Level war jetzt harmlos, also wisst ihr nicht, was jetzt hier auf uns wartet. Stimmt, das habe ich gar nicht. Sind oder so. Das habe ich voll vergessen, Digga. Leute, ihr dürft auch ruhig immer in die Kommentare schreiben, so Level 1 vermutet ihr da, Level 2 vermutet ihr da. Schreibt mir immer eure Vermutungen. Rein, okay, hier geht's schon ins nächste Level, aber wir dürfen noch nicht rein, weil wir haben das Paket noch nicht gefunden. Ja, schwierig. Das ist richtig schwierig hier. Das, Bruder, das ist ein bisschen Zelda-mäßig, man muss hinter die Bäume kommen. Digga, ja, Mann, ja. Guck mal, du musst wieder wie Rätselmensch denken, weil hier hinten ist so ein Bereich, da kommt man nicht hin, weil da so ein Baum im Weg steht. Meinst du? Ja, ja. Kann es vielleicht sein, dass es mit dem Schnee was, vielleicht unterm Schnee oder so? Alter, das wäre auch eine Idee. Nee. Ey, Mann. Aber das ist schon wieder so übelst versteckt hier. Boah, Bruder, ich weiß nicht. Das ist so. Man denkt, das ist kein großer Bereich, das kann doch nicht so schwer sein, aber. Ja. Ey, warte mal, Bruder. Ich wende den Himmel an, ja. Guck mal her, es ist einfach nur schlecht gebaut da oben am Dach. Oder solltest du sein? Oh, du meinst, da irgendwie im Dach könnte was sein? Ja, ich hab da schon reingeschaut. Also man kann ja da reinschauen, da war nichts unter. Mhm. Okay, let's go. Das ist doch Digga. Oh, du mal, hast du es gefunden wieder? Oh mein Gott, Bruder! Wo? Er hat uns richtig geflaxt, der Map-Bauer! Komm hoch! Wie kommt man da rein? Warte. Komm jetzt hier zu mir. Hier. Digga. Bruder! Achtung, wo ist es jetzt wieder? Wenn mir. Locker habe ich irgendwas übersehen. Bruder, und wie, Digga? Guck einfach nur in den Raum rein. Was? Digga, ich habe am Anfang gedacht, das wäre so Licht oder Bruder, so. Ich bin da direkt am Anfang durchgelaufen, ich sehe es nicht. Das ist zu krass.
Okay, nice. Wir haben das zweite Pakethaus kaputt. So, sehr let's gut. Go. Wir dürfen ins nächste Level, Leute. Oh mein Gott. Alter, ey, das ist doch nicht normal. Wer hätte es gewusst, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ich schwör, krass. Okay, Level 3 dürfen wir jetzt rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ach du Heilige. Oder ich geh rechts rum. Aber jetzt mit diesen, unsichtbaren Mach. Maisfeldern, Digga. Ey, das ist richtig ekelhaft. Das könnte in jedem Maisfeld doch irgendwo drin sitzen, oder? Wenn theoretisch, ja. In den Bäumen, ja. In den Bäumen könnte was sein. Das wäre echt nett. Das wäre ja auch so ein typisches Versteck wieder von diesem Mapbauer. Boah, das ist echt schwer, Digga. Das ist unnormal schwer. Das ist anders, Bruder. Ey, ich hab's. Ja, war, Alter, bis jetzt hat Odemann jedes Geschenk gefunden. Bruder, komm her, komm zu mir. Ja, okay. Bruder, okay. Aber Alter, ich hab's nur gesehen, weil er das ein bisschen schlecht geplantet hat, Digga. Ach, krass, hier oben. Nice, Digga. Obwohl das gar nicht so arg gut aber, war. Egal, aber trotzdem, Digga, du hast es gecheckt, ne? Du meinst direkt nach oben schauen, ne? Ja, Digga. Und mein hat den Typ kapiert. Also, ich schwör. Nice. Hier. Zum Glück findest du etwas. Okay. Tür ist wieder freigeschaltet. Oh mein okay. Gott, wir sind hier irgendwie im Asia-Level oder so jetzt. Digga, das sieht schon krass aus. Das sieht richtig krass aus. Jetzt, der Typ hat's richtig drauf. Ja, Mann, Alter. Jetzt, wir müssen wieder umgedreht denken, Bruder. Ja. Oh mein Gott, ja, ich hab hier was gefunden. Hast du? Ich hab hier was gefunden. So ein Secret-Eingang hier an der Seite hinter dem Baum. Oh, nice. Ich schwöre, oh mein Gott. Digga, Max. Und jetzt hier Labyrinth. Ey, Digga, pass auf, Digga. Oh ja, Alter, stimmt. Ich geh hier lang. Okay. Oh mein Gott, richtig mit der Lampe Adventure hier. Ich schwöre, guck auch nach oben, Digga. Ja, falls es auf der Decke oder so ist. Nach oben. Ey, es muss hier unten sein. Ich wette, wenn dieser Eingang hier schon so versteckt ist, in den Kellerraum, safe, das Geschenk ist hier. Okay, bei mir ist nichts. Also, ich bin in der Sackgasse. Ich bin auch in der Sackgasse gelaufen. Vielleicht habe ich mich auch verschätzt und es ist nicht hier im Keller, aber... Digga, aber warum sollte der dann... Das wäre schon irgendwie komisch, aber? Wenn man diesen Keller so sinnlos gebaut hätte. Aber okay, bis jetzt immer noch nichts gefunden, aber ich war auch noch nicht, glaube ich, in jedem Raum im Keller. Ich hab's! Oh, nice! Nice. Wo bist du? Warte, ich komm zu dir. Yay! Ja, Mann, hier hinten. Oh mein Gott. Nice. Haus kaputt. Let's ja, go, Mann. Digga. Wir haben es geschafft. Digga. Es geht weiter ins nächste Level. Leute, langsam haben wir den Dreh raus. Das war jetzt das dritte Level, haben wir schon geschafft. Das Ding ist, wo geht's jetzt? Digga, Bruder, komm mit. Okay, Bruder, bist du bereit für Level 4? Let's go, Digga, ich bin bereit. Okay, Bruder, es geht weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Ninja Warrior Level oder so. Boah, Digga, wir haben nur ein Leben, gell? Wir müssen ja, also hier echt aufpassen jetzt. Oh mein Gott, hier sind Elektrofallen, Bruder. Warte, Alter. Pass auf. Hier sind Elektrofallen, pass auf, wenn du hochkommst. Okay. Nur ein Leben, du weißt Bescheid. Ja. Ich glaube, um da hochzukommen, müssen wir das Jump'n'Run lösen. Go. Ah, nein, verkackt. Pages. Oh, let's go. Oh mein Gott, da drüben muss ich hinkommen? Nein! Oh Gott, ist das hart. Oh, nice. Komm, du schaffst es, Bruder. Nein! Ich bin auch am Ende gescheitert, komm. Aber warte mal, Digga, vielleicht will der das... Ach, leck mir doch. Ey. Aber vielleicht will der, dass wir das machen und am Ende ist nichts, Digga. Stell dir mal vor. Zeit verschwenden, kann schon sein. Ey! Aber wir müssen es riskieren, Bruder. Ja, auf jeden Fall, Digga. Ey, hier verkacke ich jedes Mal. Ich auch. Ja, ich hab's. Nice, Bro. Let's go, du schaffst auch, komm. Ja, und jetzt nochmal darüber. Kann man hier direkt hoch? Na, ich glaub nicht. Okay, nice. Okay, let's go. Okay, kein Plan, was hier abgeht. Okay, ich gehe hier runter, Bruder. Ich bin hier unten. Oh mein Gott. Okay, hier sind diese Stolperfallen. Sind diese Stolperfallen. Ey. Warte, ich guck oben dann so lang. Da kann man nicht, da kann man nicht durch. Das heißt, wir müssen das anders lösen. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Hast du es geschafft? Oh, also denkst mal, kannst du da drüber schaffen? Warte. Oh, guck mal, hier ist so Eis. Kann man schaffen. Da sind so, oh, ich weiß nicht, gell? Egal, ich versuche hier drüber. Oh nein, Eis. Ich hab vereiste Füße, Verdammt! Ah, ich auch! Der Macher hat das so ekelhaft gemacht hier. Oh, vor allem mit diesem Eis! Okay. Let's go. Weiter geht's. Achtung, da vorne sind Elektrofallen. Oh, Bruder, pass auf, nicht runterfallen. Du musst, der Sprung muss sitzen jetzt, ne? Ja, aber wohin? Oder geht's ein bisschen tiefer runter, warte, Digga? Ich springe erstmal um. Okay, ja, hier muss man aufpassen. Jetzt muss sitzen, jetzt alles, Bruder. Let's go. Okay, hab's geschafft. Nice. Okay, ich spring da auch. Ah, nein! Ach, und jetzt, ja, Bruder, jetzt können wir hier unten rein. Jetzt können wir aus dieser... Ich bin runtergefallen. Oh nein. Aber jetzt kann man aus dieser Richtung kommen. Okay, mach. Ich komm nach. Ich weiß nicht, ob ich ganz rüber... Warte mal, ich jump erstmal hier ganz rüber. Ich glaube, man muss hier runter, Bruder. Okay. Nein, man wird wieder... Ist jetzt wieder am Anfang? Man wird wieder an den Anfang geboostet. Also nicht runtergehen, ne? Nee, da war nichts. Was ist, wenn hier... Ist hier irgendwas? Warte mal, da am Anfang, wo man reingekommen ist. Am Anfang haben wir gar nicht richtig geschaut. Weil hier geht's ja jetzt quasi schon wieder ins nächste Level rein. Hier kann's nicht sein.
Ach, es ist das nächste Level. Ja, ja, hier geht's, glaube ich, schon ins nächste Level. Weil guck mal, weil wir sind jetzt hier und das zeigt uns da rein. Es kann auch sein, dass das hier einfach echt nur ein Jump'n'Run-Teil war. Ja, man muss wieder richtig so dumm denken irgendwie. Guck mal da vorne, bei diesen Startdingern immer, weißt du, diese fetten Tore mit den Lautsprechern. Da in so Teilen könnte man sich das vorstellen. Du meinst, unten wirst du draus geboostet? Ja, und nicht runtergehen, da wirst du wieder zurückgeboostet. Ich würde sagen, lass uns mal ins nächste Level gehen. Vielleicht war das hier auch nur so eine Zwischenstufe für Jump'n'Run. Ich weiß jetzt nicht, Leute. Okay, es geht weiter. Warte, ich bleib noch oben. Ist es ein nächstes Level? Ja, das ist wieder ein anderes Level. Okay, Digga, ich weiß nicht. Komm mal runter, Bruder. Das nächste ist eine Schrottmap, Alter. Ich glaube, okay. Das wird auch nochmal hart werden. Okay, warte, das... Ja, Mann. Hey, Bruder! Ja? Ja, Mann! Hast du's? Ja, hier ist... Nee, noch nicht, aber hier ist so ein Geheimding. Hier ist wieder so ein Geheimgang. Komm mal zu mir. Wo bist du? Komm mal erstmal hier links hinter das Haus gelaufen und dann sind da ganz hinten Reifen versteckt, Bruder. Und guck, und okay. Guck noch kurz zwischen die Container rein. Runter, geh mal runter. Ach, runter. Guck zwischen die Container rein, weißt du was? Ja. Nee, hier okay. Ist nichts. Dann jetzt geh hinten zu diesen Reifen und dann springst du zu mir hoch aufs Dach. Bruh. Junge! Bruder, Mann! Bruder! Digga! Ich bin so kacke, Digga. Warte. Ich hab's, Bruder! Ey, wir sind so dumm! Bruder, warte, ich komm. Oh mein Gott, komm mal hier hinten hin. Komm mal hinten hin. Dieses Ding, was ich gefunden habe. Jetzt kommt er wieder nicht hoch. Jetzt. Ja? So, ne? Wir dachten ja, hier kann man ins Fenster reinschauen, hier ist nichts. Schau mal hier in das nächste rein. Und dann lauf hier ein bisschen vorbei. Junge. Oh mein Gott, sind wir Ottos, Alter. Ich schwör, richtige Ottos, Alter. Alter, Leute. Ich schwör, war das im letzten Level auch irgendwie so ähnlich. Das unten war der Safe. Kann sein. Aber egal, Leute, wir gehen jetzt mal weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Level wir jetzt noch haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt sogar schon das letzte ist. Das ist jetzt Level 6, oder? Ich glaube, Level 6 sind wir jetzt. Ich denke ja. Okay, das hier ist Chinatown, Leute. Wir sind jetzt Chinatown, ne? Ich mach Trick 17, Digga. Ich laufe direkt hier über die Dächer, Alter. Ich vermute hier bei dem fetten Tempel. Oder da bin ich gerade, aber ich finde nichts. Bist du schon drin rumgelaufen? Ja, aber ich habe nicht... Guck wirklich an jeder Decke, wenn das hier so ein dunkelbrauner Block ist, der hier irgendwie an diesen Holzdecken hängt. Ey, das ist ultimativ schwer zu sehen. Wo ist wieder so? Ich hab ihn! Was? Wo? Hier hinten, Bruder. Du musst ganz hoch gehen. Ganz hoch in dem Turm. Ach, ganz hoch. Ja, geh mal ganz hoch, dann kannst du rausspringen. Dann kannst du diese einzelnen Dächer abklappern. Hier ist ein blauer Block, hängt hier unter. Oh mein Gott. Lol. Krass. Alter, heftig, Junge. Aber ich finde, wir werden immer schneller, wir werden besser. Es ist echt so, auf jeden Fall. Du wirst besser. Okay, Alter, hä? Jetzt sind hier zwei Türen. Oh mein Gott. Das ist genau das Gleiche. Ja, okay, ist das Gleiche. Hallo? Ich weiß nicht, was das jetzt hier wird. Oder ich hoffe, Digga. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Alter. Nein. Warte. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist das Ende, oder? Oh mein Gott, ja, oder? Mann. Guck mal, wir können jetzt hier alles von oben sehen. Die ganzen Level, die ganzen Dungeons. Und dann gibt es hier noch zwei Türen, Bruder. Welche Tür willst du nehmen? Links oder rechts? Bruder, ich nehme... Links. Das ist auch wieder das Gleiche, oder? Weil, weiß nicht. Ja, doch. Ja. Hallo. Oh, Bruder, warte mal. Ist es noch ein Level? Alexa, stopp. Ja. Hä, das könnte ehrlich noch ein Level sein. Lass mal weiter hochlaufen. Ich weiß gerade gar nicht. Krass. Das sieht ehrlich heftig aus hier. Warte. Bevor wir ganz hochlaufen. Die Map ist krank, ja. Falls es noch ein Level sein sollte. Einmal kurz absuchen. Einmal kurz abchecken, auf jeden Fall. Wäre sinnlos, hätte der in dessen. Guck mal, bei Minecraft Find the Button ist ja auch manchmal einfach nur so ein Jump'n'Run zwischen den. Ach so, okay. Also ich glaube, da war nichts. Ich glaube, das hier ist Ende-Gelände. Okay, meine Freunde. In diesem Sinne würde ich sagen, das soll's von dieser Puzzle-Adventure-Abenteuer-Map gewesen sein. Ich fand's mega cool. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, hier das zu suchen, diese Rätsel zu lösen mit Odemann. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob es auch cool war, zuzuschauen. Verprügelt mal den Like-Button. Dann mache ich davon gerne noch einen zweiten Teil auf einer anderen Map, wenn ihr das cool fandet. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.